So, hallo nochmal mit Robert Röckling von jesuskommtbald.de. Ihr müsst jetzt mir sagen, wenn ihr was sprechen möchtet, weil dann muss ich immer von der Taste runter, okay? Hat jemand eine Frage an Robert Röckling? Scheinbar nicht. Ja, ist scheinbar nicht so ihr Thema. Hallo, jemand da? Jemand da? Oh, warte mal. Mich würde interessieren, wer glaubt, dass Christus wiederkommt, in Form von Maitreya oder in Form eines Bewusstseins oder verkörpert oder so. Bitteschön. Kann ich antworten? Ja. Also, die Bibel sagt ganz klar, dass Jesus Christus sichtbar wiederkommen wird für alle Menschen. Und zwar in Matthäus 24 kann man es nachlesen. Es wird so ein gewaltiges Ereignis sein. So, Jesus sagt, so wie der Blitz ausfährt von Nord nach Ost und so weiter, es wird also ein gewaltiges Ereignis sein. Es wird nicht in Form, sagen wir mal, so eines Maitreyas sein. Genau das wird nachher die Verführung sein, dass in der Welt irgendwo so ein Mensch erscheint, so ein Wesen erscheint und die Menschen dann glauben werden, dass es Jesus ist. Genau das wird die letzte Verführung sein, aber die Bibel sagt, er wird, wenn er wiederkommt, den Ölberg nicht betreten, sondern Gläubigen werden ihm entgegengerückt werden. Ja, das kann man im Thessalonicher Brief nachlesen, im Neuen Testament. Also Jesus wird diese Welt, diese sündige Welt, wenn er jetzt kommt, nicht betreten, sondern wer die Welt betreten wird, das wird Satan sein. Er wird vortäuschen, der wiedergekommene Jesus zu sein. Und dieses Thema sollte man natürlich wirklich gut studieren in der Bibel, aber es ist eigentlich offensichtlich von Jesus auch beschrieben, wenn sie euch sagen, er ist in der Wüste oder er ist in seinen Gemächern, dann geht nicht hin. Ja. Das ist eine Warnung. Okay. So, du hast bestimmt auch schon von der radikalen Einstellung von den Fundamentalisten gehört, die versuchen, Bibelprophezeiungen in Erfüllung zu bringen. Ja. Aktiv. Und das wird wohl das auch sein, ne? Praktisch. Es gibt so Fundamentalisten, die versuchen, Bibelprophezeiungen umzusetzen. Was hältst du davon oder gibt es sowas überhaupt? Es gibt schon fundamentale Christen oder auch orthodoxe Juden beispielsweise natürlich, die versuchen wollen, biblische Prophetie zu erfüllen. Beispielsweise indem sie den Tempelberg in Jerusalem sprengen wollen, sozusagen. Da gibt es auch solche Gruppen. Oder auch in Amerika, vielleicht sogar in der Regierung, glaube ich, gibt es auch die einen oder anderen Vertreter, die Hamagidon erfüllen wollen, ja, die also bewusst diesen Nahostkrieg oder Nahostkonflikt führen wollen, damit der Messias kommen kann, ja, um diesen Weg zu bereiten. Und diese Kräfte gibt es, aber das ist genauso unbiblisch und das ist nicht unsere Aufgabe, in solch einer Weise in die Prophetie hier einzugreifen, sondern wir haben das Evangelium zu verkünden, das ist unser Auftrag nach Matthäus 28, geht in alle Welt und verkündet, aber nicht, dass wir jetzt praktisch in andere Länder da vielleicht einen Krieg machen oder irgendwelche Tempelanlagen sprengen oder solche Sachen machen. Das ist nicht biblisch. Ja, sondern unsere Mission ist friedlich und hat nichts mit so einer Vorgehensweise zu tun. Aber ich weiß, dass es so eine Gruppe gibt und ich beobachte das, muss ich sagen, auch mit Sorge, weil wenn man sich vorstellt, wenn tatsächlich in Jerusalem in dieser Tempelberg, da wo jetzt diese Moslem-Moschee steht, wenn das gesprengt werden würde, von welcher Gruppe auch immer, dann haben wir, denke ich, den Dritten Weltkrieg. Ja, ist ja nicht zu hoffen. Was hältst du von den Juden generell?
Ist das für dich ein auserwähltes Volk oder ist das missverständlich? Also, das jüdische Volk war sicherlich von Gott auserwählt, aber sie sind ihrer Berufung leider in der Mehrzahl nicht treu geworden, nicht treu geblieben. Die Bibel, das kann man, wenn man einfach mal das Stichwort eingibt oder in der Konkordanz nachschlägt und überlässt, dann wird man feststellen, dass ein Überrest errettet werden wird, auch von den Juden. Und Paulus spricht ja auch davon, von dem Ölbaum, wo sozusagen die Originalzweige ausgetropft wurden und die Heiden, die gläubig wurden, angetropft wurden. Dass natürlich aber auch die Originalzweige wieder eingetropft werden können, wenn die Heiden, die gläubig wurden, ihrer Berufung wiederum nicht treu bleiben. Ja, also es besteht bis heute die Möglichkeit für das Volk Israel, wieder zum wahren Glauben, zu ihrem Gott auch wirklich wieder zurückzufinden. Die noch haben wir Gnadenzeit, auch für Israel. Aber ich sag mal so, was die Bibel dazu sagt, wird schon so sein, dass die meisten Juden nachher leider auch verloren gehen werden, weil sie eben doch den Messias, Jesus Christus, ablehnen und deshalb auch nicht mehr Gottes auserwähltes Volk sind, wie viele heute denken, sondern das Tragische ist eigentlich gerade, dass Israel heute genau vorbereitet wird auf diesen Antichristen, auf Satan, der praktisch nachher erscheinen wird und sich als Messias ausgeben wird. Und dieser letzten Verführung werden sie dann anheimfallen. Denn Jesus hatte auch gesagt, da wird einer kommen in seinem eigenen Namen und den werdet ihr aufnehmen. Ja, mich werdet ihr praktisch ablehnen, aber der in seinem eigenen Namen kommt nachher, den werdet ihr aufnehmen. Und das ist eigentlich das Tragische, dass dieses Volk, das eigentlich so viel Erfahrung mit Gott hatte, was eigentlich so viel Geschichte auch hatte, rückblickend, ja, dass die eigentlich nachher zum großen Teil dort verloren gehen werden. Ja, aber es wird nur ein Überrest sein, der die Wahrheit eben für sich annimmt. Und wie bei den Heiden bleibt man, das ist eigentlich kein Unterschied. Ja. Okay. Dann hätte ich noch eine Frage von jemand hier aus dem Chat. Wer sind die 144.000 Auserwählten aus der Offenbarung? Ja, also die 144.000 aus der Offenbarung, da glauben wir, dass das diejenigen sind, die das Siegel Gottes haben. Ja, wir haben ja vorhin über das Mahlzeichen gesprochen und dem steht praktisch das Siegel Gottes gegenüber. Das heißt, die Offenbarung 12 spricht auch davon, das kann man sehr schön nachlesen, der Offenbarung 12, hier sind, ist der Glaube der Heiligen, hier sind, die da Gottes Gebote halten und das Zeugnis Jesu haben. Ja, es sind diejenigen, sagt die Bibel auch, die den Sieg haben über das Mahlzeichen, die also nicht diese falsche Anbetungsform, den falschen Anbetungstag angenommen haben am Sonntag der neuen Weltordnung, sondern die praktisch Gott treu geblieben sind, zwar dafür Verfolgung in Kauf genommen haben, aber die sozusagen, wenn man so will, nachher durch die Plagen, die durch dieses Mahlzeichen ausgelöst werden, das darf man auch nicht vergessen, in Offenbarung 14 finden wir, das sollte man wirklich auch mal nachlesen, da wird von drei Engeln gesprochen, die, kann man sagen, die größte Warnung der Bibel eigentlich aussprechen, die größte Warnung Gottes, nämlich vor seinem Gericht, dass die Plagen über die Menschen kommen werden, die dieses Mahlzeichen annehmen und die auch das Bild des Tieres anbeten. Und in diesem Zusammenhang spricht die Bibel auch in Offenbarung 14 von denen, die dieses Siegel nicht angenommen, also das Mahlzeichen nicht angenommen haben, sondern Gottes Geboten treu geblieben sind und den Sieg über das Mahlzeichen davongetragen haben. Und die werden praktisch dann auch durch die Plagen durchgehen, die dann als Zorn über Babylon auch kommen werden. Offenbarung 18 wird ja beschrieben, wie Babylon nachher untergehen wird. Und das ist auch ein Teil der Plagen Gottes nachher, dass die römisch-katholische Kirche nachher durch die Politiker, die vorher mit ihr Hurerei betrieben haben, durch diese Staaten, wird die Hure nachher vernichtet werden, die wird nackt gemacht werden, entlöst werden, sagt die Bibel, und die werden die Hure hassen. Und die 144.000 werden praktisch durch diese Zeit durchgehen, auch durch die letzten Plagen, die kommen werden. Also gewaltige Umweltkatastrophen und all solche Dinge, die wir heute schon so stückweise immer mehr sehen. Das wird nachher immer schlimmer werden und die 144.000 werden wirklich die Treuen Gottes sein, die ganz treu zu sein, zu ihm gestanden haben, zu seinen Geboten, die ihre Sünden überwunden haben, die bereit sind, wirklich Gott gegenüber zu treten, wenn er in den Wolken des Himmels erscheint. Das sind die 144.000.
Okay. Was mich natürlich immer ein bisschen stutzig macht, ist, dass es überhaupt diesen Konflikt geben muss zwischen zwei Parteien, die sich beide mit Mahlzeichen absondern. So. Ja. Diesen Konflikt zwischen beiden Parteien, den finde ich auch nicht schön. Und ich muss auch sagen, ich bin auch sehr friedliebend. Aber das Problem ist eben, die Bibel spricht leider von diesem Kampf zwischen Gut und Böse, der eben seit dem Sündenfall auf dieser Welt tobt. Und das ist, was wir im täglichen Leben beobachten. Jeder Mensch kann sich Tag für Tag entscheiden. Wir haben einen freien Willen. Gott hat uns nicht als Roboter geschaffen, sondern hat uns einen freien Willen gegeben, dass wir Gutes oder Böses tun können. Und insofern wird es auch Gut und Böse bis zum Schluss geben. Nur, es ist eben so, dass dieser Kampf zwischen Gut und Böse zum Ende nachher eskalieren wird. Ja, es kommt sozusagen zu einem Höhepunkt des Kampfes, so wie in einem normalen Krieg auch. Irgendwann kommt dieser Höhepunkt, wo die Entscheidungsschlacht kommt. Und wir glauben eben, dass wir heute kurz vor dieser Entscheidungsschlacht stehen. Wir sehen, wie sich heute weltweit, global die Dinge immer mehr zuschwitzen, wie sich praktisch sämtliche Prophezeiungen der Bibel erfüllt haben. Nur noch besonders Gesetz und die Wiederkunft Jesu, das sind eigentlich so die Hauptprophezeiungen, die jetzt noch offen sind. Alles andere hat sich längst erfüllt. Und insofern sehen wir also heute diesen Höhepunkt auf uns zusteuern. Und dazu gehört leider auch natürlich noch diese letzten beiden Gruppen, die entweder der neuen Weltordnung und dem Antichristen folgen oder diejenigen, die tatsächlich treu sich auf Gottes Seite stellen. Das ist leider so, aber das ist halt in dem Sündenfall auch begründet, ja, in der Trennung des Menschen, der sich ursprünglich von Gott und seinem Willen losgesagt hat. Das ist die Frucht der Sünde, sag ich mal, die wir heute alle noch essen müssen, ja. Okay, ich soll mal fragen, wie viele Tage und Nächte Jesus im Grab lag? 3 Tage und 3 Nächte, wie Jesus? Also wie lange, ja. Wie lange Jesus im Grab lag? Wie viele Tage? Ja. Dann 3 Tage, 3 Nächte. Okay. Die Schlange, ja, du kennst doch die Schlange, ne? Aus Adam-Eva-Geschichte. Ja. Manche behaupten, es gab jetzt da noch vorher eine Frau, die Lilith. Ja, ich weiß. Das habe ich auch noch vor einer Zeit, das ist schon ein bisschen her, darüber gelesen, aber das lässt sich auch, also da sollte man wirklich auch im Internet auch nochmal selber nachforschen. Ich kann jetzt dazu nicht so konkret Stellung nehmen, aber ich weiß, dass es diese Brüder gibt mit dieser anderen Frau, aber das ist biblisch völlig unhaltbar und ist auch in sich widersinnig, aber ich kann jetzt leider, muss ich sagen, dazu. Ist schon ein bisschen zu lange her, aber da kann man sehr gut auch ganz klare Antworten auch im Internet selber ausforschen. Ja. 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 Die Schlange, kann das ein Geschlecht sein? Nein. Also die Bibel sagt, dass Satan, das sagt die Offenbarung auch, Satan ist diese Schlange, er ist der Drache. Die Schlange ist ein Symbol für Satan auch, der die Schlange benutzt hat sozusagen als Medium. Und das benutzt halt, um die Menschen zu verführen. Ja, insofern geht es nicht um das Geschlecht. Also Gott hat den Menschen als Mann und Frau geschaffen. Daran ist auch nichts Schlechtes oder was Schlimmes, auch nicht an der Sexualität, sondern das, was Gott gegeben ist. Aber die Schlange, die hat keinen Bezug dazu. Okay. In der Offenbarung heißt es dann noch die Frösche. Die Geister, die wie Frösche aussahen, gingen dann auch den falschen Propheten und den Diktator. Was soll das bedeuten? Was könnte das heißen? Die Frösche, die ausgehen zu den... Also die dann, wenn der Antichrist praktisch tot ist, aus ihm herausgehen. Und die sahen aus wie Frösche. Frösche sind ja unreine Tiere auch. Und es sind praktisch die unreinen Geister, kann man sagen. Ja, es ist ein Symbol. Ich meine, in Ägypten hatten wir auch diese Plage mit den Fröschen beispielsweise. Ja. Und die letzten Plagen, die über die Welt kommen werden, sind ja auch in der Anlehnung natürlich als Strafgerichte, genau wie damals über Ägypten, über Pharao und diese Strafgerichte kamen. Vorher nebenbei gesagt, interessanterweise eben kamen auch diese falschen Wunder. Ja, die passiert sind, genau das, was wir heute in der Christenheit auch sehen, charismatische Bewegungen, sage ich nur, Wunderheilung und all diese Dinge, ja, vorgebliche Wunder oftmals, die da passieren. Und
genauso oder Marienerscheinung, all diese Dinge, aber dann eben auch diese Frösche sozusagen, die plagen nachher. Und Frosch als Symbol auch für unreines Tier, für ja, falsche Lehren, für unreine Geister eben auch, die ausgehen zu den Königen des Erdkreises. Ja, wie eine Plage sozusagen auch, unreiner Geist, unreine Tiere. Die Bibel spricht auch in Babylon von jedem unreinen Vogel und so weiter, der in Babylon da vertreten ist, auch als Sinnbild natürlich für unreine Geister. Ja. Also insofern werden auch unreine Tiere natürlich als Symbol benutzt, auch natürlich für das Geistliche. Okay. Mhm. Gut. Was hat der Löwe zu bedeuten? Was heißt das, dieser Löwe? Man sagt ja, der ist der Löwe für Geschlecht David, oder? Ja, der Stamm ist Juda. Warum denkst du ein Löwe? Also der Löwe ist ja der König der Tiere. Und sicherlich, in ähnlicher Weise hat Babylon auch den König, den Löwen als Symbol, ne? Aber im negativen Sinne, und Jesus Christus als der Löwe eben auch als Symbol. Der Löwe ist ja als Symbol, als das stärkste Tier halt oder so. Und in diesem Sinne sehe ich auch Jesus als Symbolik natürlich als Löwen. Ich meine, es gibt ja viele Symbolsprache auf Jesus, der Fels oder auch sehr gute Hirte und so weiter. Es gibt ja viele Symbole, die auf Jesus Bezug haben. Und insofern, oder auch Wurzel, Spross gibt es auch. Ja. Also insofern gibt es da viele Dinge, die auf Jesus hinweisen. Auch der Löwe, denke ich, ist eine sehr schöne Beschreibung auch natürlich seiner Macht und Stärke, dass er praktisch der König, der Herrscher ist. Aus dem Stamm Juda. Ne? Ja, okay. Den sieht man ja überall, ne? Den Löwen. Überall, ja. Okay, gut. Das war's eigentlich von mir. Hat noch jemand eine Frage? Hab? Ah, Raman. Warte, ich gehe raus. Ja, erstmal vielen Dank. Sehr interessant alles. Meine Frage wäre, wir feiern ja den Geburtstag von Jesus jetzt am 24. Dezember. Und 8 Tage danach ist das Neujahr. Jetzt ist so, dass bei den Juden nach 8 Tagen nach der Geburt die Beschneidung stattfindet. Gibt es in der Bibel aktuelle Stellen, irgendwelche, wo Jesus irgendwas zu der Beschneidung sagt, ob er dafür war oder dagegen? Also, es ist so, Weihnachten, der 24. und 25. Dezember, das kann ich auch nur empfehlen, in der Welt nachzuforschen. Das ist der Tag, also man muss sich so vorstellen, die Römer hatten ja verschiedene Feste, ja, und sie haben beispielsweise auch die Sonne verehrt, deshalb kam ja auch der Sonntag, der Dies Solis, der Tag der Sonne. Und es gab in Rom die Saturnalien, das waren praktisch Feste, Feierlichkeiten zum Jahresende. Da gab es dieses Fest des Sol Invictus, der unbesiegbaren Sonne, und es war am 24. 25. Dezember, da war praktisch diese Wintersonnenwende. Und da gab es Feierlichkeiten, gab es auch zum Neujahr, Silvester beispielsweise. Wir sind auch die Wesen, der 31. Dezember heißt ja, feiern wir Silvester. Und Silvester ist nichts anderes als der Namenstag von Papst Silvester. Das wissen auch die wenigsten. Ja. Aber wie gesagt, der Geburtstag Jesu, da ist die Bibel eigentlich ein Zahl, das kann nicht der 31.12. gewesen sein, weil die Schafe auch noch auf der Weide waren. In Palästina und es ist im Winter nicht mehr das Wege, sondern sein Geburtstag muss vorher gewesen sein, Monate vorher. Sondern hier ist ein ganz klarer Bezug zum heidnischen Sonnenkult, dem für der Frühjahrssonnenwende, Ostern, also hier im Juni, die Sommersonnenwende und dann natürlich Weihnachten eben auch die Wintersonnenwende, wo die Tage wieder länger werden. Das haben die Römer damals gefeiert. Und das sind ja praktisch all diese Feiertage auch, die dann von der katholischen Kirche im Christentum übernommen wurden. Ja, so wie viele andere Bräuche auch. Und das andere mit der Beschneidung, da ist es auch so, dass man muss in der Bibel unterscheiden zwischen Zeremonialgesetz und zwischen dem Moralgesetz. Das Moralgesetz, die 10 Gebote, und das Zeremonialgesetz, das waren halt die Gebote, die Satzungen für das Christentum. Auch Beschneidung und so weiter, das waren Zeremonialgesetze und Ordnung. Und im Neuen Bund, im Neuen Testament, dann in Paulus auch ganz klar,
und sagt, Beschneidung ist nicht beschnitten seines nicht, beschnitten seines nicht, sondern das halt in der Gebote Gottes, ja. Und insofern ist es für uns, halt die Beschneidung heute für uns keine Bewandtnis mehr. Das sagt auch, also das hat auch Jesus nicht gelehrt, sondern diese Zeremonialgesetze, auch die Beschneidung und so weiter, das hat mit dem Tod Jesu am Kreuz, haben diese ganzen Hinweise und Vorausstellungen sozusagen ihr Ende gefunden. Und Jesus hat dann praktisch den neuen Bund aufgerichtet. Und dieses Zeremonialgesetz war abgeschafft, weil die ganzen jüdischen Feiern auch, die Feiertage, die auf Jesus, also diese Feiern, Sabbate, die auf Jesus hinwiesen, die sind abgeschafft worden mit seinem Tod, weil die waren nicht mehr nötig. Diese Feste waren ja eine Vorausschattung auf Jesus. Und als Jesus dann kam, waren diese Feste praktisch hinfällig. Und deshalb sagt Paulus auch, macht euch keine Gedanken wegen eines Sabbats oder und einer Festzeit. Aber da spricht er nicht von dem vierten Gebot Sabbat, sondern von den Festsabbaten. Da muss man auch unterscheiden. Ja, also man muss die Bibel wirklich immer ein bisschen mit im Kontext beachten und nicht einfach jetzt irgendeine Stelle nehmen und aus dem Zusammenhang rausreißen. Ja. Okay. Ja, ich habe die Frage damit halbwegs beantwortet. Mal eine interessante Erkenntnis von mir. Das heißt ja auch immer das Bild des Tieres. Du kennst die meistverkaufteste Zeitung in Deutschland. Ich vermute. Die Bild. Ja. Interessante Allegorie, ne? Ich habe die jetzt nicht ganz verstanden. Weil eben war eine welche Allegorie meinst du da? Oder wie sagt man, ein interessanter Bezug, ne? Das Bild des Tieres. Ach so, ja, sicher. Und die Zeitung, ne? Ja. Und wer sie nicht glaubt, wird verfolgt. Ja, so ungefähr. Oh weh. Naja, gut, okay. Ich denke, es wird ein Happy End. Was meinst du? Also, ich sag mal so, es wird ein Happy End für die Gläubigen. Also, was hier auf die Welt zukommt, wird schon dramatisch werden. Also, die Bibel sagt, es wird eine Zeit der Trübsal werden, wie wir uns die nicht vorstellen können. Aber umso schöner wird nachher, also, ich sag mal, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Und mir selber machen diese Dinge auch, muss ich sagen, heute Angst, wenn ich das in der Welt sehe. Und ich finde es auch teilweise auch furchtbar, wenn man die Nachrichten hört, ob das Gewalttaten sind und alles Mögliche. Und natürlich auch die ganzen politisch-religiösen Entwicklungen, auch mit der neuen Weltordnung, ist bedrückend. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, habe ich eine wunderbare Hoffnung. Und die gibt mir auch Kraft und auch, sag ich mal, eine innere Zuversicht und Hoffnung auch, dass diese Dinge hier tatsächlich ein Ende finden und dass Gott das Paradies wiederherstellt. Und das ist eigentlich das Wunderbare, muss ich wirklich sagen, was mich hier noch durchträgt. Ansonsten muss ich wirklich sagen, würde ich hier wahrscheinlich auch einen ganz anderen Lebensstil jetzt führen und genauso wie viele andere, sag ich mal, einfach eben drauf losleben und das Beste aus meinem Leben hier noch machen, aber ich möchte praktisch meinen Weg mit Gott gehen und vorbereitet sein, wenn Jesus wiederkommt. Und ich glaube, dass es sehr bald sein wird. Ja, da bin ich auch. Ja, und insofern glaube ich schon an dieses Happy End auch, aber leider, wie gesagt, der Mensch hat einen freien Willen. Leider werden viele Menschen, wollen mit Gott nichts zu tun haben und wollen auch gar nicht nachforschen groß. Und sie wissen eigentlich gar nicht, was sie dadurch letztendlich für eine Chance auch vielleicht dann verpassen, ja. Okay. Jo, schönes Schlusswort. Ja. Ich würde sagen, wir dann beschließen das jetzt, oder? Hast du noch irgendwas anzukündigen oder irgendwas? Meinst du mich jetzt? Ja. Nee, also von meiner Seite her konkret nicht aus, dass ich mich auch bedanke für das Gespräch. Und ja, dass ich nur den Leuten vielleicht empfehlen möchte, vielleicht auf unsere Homepage zu kommen, jesuskommtbald.de. Und wer Fragen hat, kann uns auch gerne natürlich kontaktieren und bin auch gerne bereit, natürlich weiter da auch Auskunft zu geben oder über Sachen auch zu sprechen. Und wenn er eingibt, ja, im Internet jetzt vielleicht die Homepage Jesus kommt bald, ein Wort. Ja, also jesuskommtbald.de. Okay, das war Walle. Das wäre meine Letzte. Ja, das beschließen wir die Runde. Okay. Vielen Dank an dich, an die Zuhörer und an die zukünftigen Zuhörer fürs Teilnehmen an dem Gespräch.
Das war Valentin Anka. Jeden Dienstag 20 Uhr auf cracker.info geschrieben mit C. Bis nächste Woche.